Apropos Bank, ich war letztens in der Bank und zwar mit einem Känguru. Das ist nicht ungewöhnlich, weil ich wohne mit dem Känguru zusammen. Das Känguru ist Kommunist und es hat eine Antiterrororganisation gegründet, die Antiterroranschläge begeht gegen den Terror von Staat, Wirtschaft und Radio Energy Morning Show. Und einen Antiterroranschlag habe ich mal mitgeschrieben. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, sagt das Känguru, streicht sich über seine nach hinten gegelten Haare. Ich bin Schatzmeister des Verbandes Deutscher Floristen, der sogenannten Blumen Group. Sicher haben Sie schon von uns gehört. Na, welche Summe sollen wir denn für Sie anlegen, fragt der Bankberater. 500.000, sagt das Känguru. Oho, sagt der junge Mann und wird spürbar freundlicher. Ein stattliches Sümmchen. Ja, sagt das Känguru. Es ist mir durch ein paar Tricks gelungen. Unter uns Verbrechern brauche ich ja nichts verheimlichen. Nein, natürlich nicht, sagt der junge Mann lächelnd. Es ist mir gelungen, einige Gelder vor der Steuer zu retten und in meine private Tasche umzuleiten. Ganz prima. Mein alter BWL-Professor, sage ich leutselig, ein Typ, der sich seine Resthaare über die Glatze gegelt hat, sagte immer, eine Bank ist wie ein Friseur. Man geht hinein und verlangt, einmal waschen und anlegen, bitte. Ja, wie sollen wir das Geld denn anlegen, fragt der Bankberater. Machen Sie das Portfolio ruhig so, wie ich meine Steaks mag, sagt das Känguru. Ah, sagt der Mann, well done. Nein, sagt das Känguru, blutig. Wie bitte? Sie verstehen mich schon, sagt das Känguru. Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Und je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite. Das ist doch klar. Gehen Sie dahin, wo es wehtut. Ich will dritte Welt, 16-Stunden-Tage Kinderarbeit. Ich will Landminen, Streubomben, Atomkraftwerke. Ich will Rohstoffe aus Krisenregionen, Öl aus Naturschutzgebieten. Spekulieren Sie mit Lebensmitteln, egal was. Ich weiß nicht, sagt der Mann. Vielleicht sollten Sie mit meinem Vorgesetzten, der kennt sich da besser aus. Nein, 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 sagt das Känguru. Sie schaffen das schon. Mir ist ja völlig egal, was Sie mit meinem Geld machen. Hauptsache, Sie machen mich reich. Nein, das trifft es nicht. Hauptsache, Sie machen mich noch reicher. Das ist natürlich mein Job, sagt der Mann, aber ich will doch nichts anderes als all die anderen, die ihr Geld hier anlegen, sagt das Känguru. Nein, nein. Stört es Sie etwa, dass ich so offen bin? Nun ja, also ich... Sie sind mir ja ein Herzchen, sagt das Känguru. Wenn Sie Gutes tun wollen, hätten Sie nicht Banker werden dürfen. Nein, nein, ich will natürlich nichts Gutes tun, aber... Na fein. Von mir aus, sagt das Känguru. Ich kann es auch wie in Ihrer Werbung formulieren. Suchen Sie mir bitte Firmen und Konzerne, die in den ärmsten Ländern der Welt wichtige Investitionen tätigen und mithelfen, diese Länder aufzubauen und den Menschen noch Perspektiven durch Arbeitsplätze. Das Känguru fängt an zu lachen. Die Infrastruktur und die Segnungen der Marktwirtschaft. Ein hysterischer Lachkrampf hindert das Känguru am Weitersprechen. Sie machen mir Angst, sagt der Mann. Das Känguru hört abrupt auf zu lachen. Sie wollen mein Geld nicht anlegen? Fragt es. Seien Sie versichert, ich finde einen Schreibtischtäter, skrupellos wie ich, der keine moralischen Bedenken hat, für mein Anlagekapital Provision einzustreichen. Und Sie haben anscheinend den falschen Beruf. Es steht betont langsam auf. Denken Sie mal darüber nach. Guten Tag. Wir verlassen den verdutzten jungen Mann und die Bankfiliale. Und nun? Frage ich. Tja, sagt das Känguru. Noch die Commerzbank da vorne. Dann machen wir Schluss für heute.